Wir sind ein Volk. Und wir in der Bundesrepublik wollen Ihnen helfen, dass sich Ihr Wunsch nach einem Leben in Freiheit, in Wohlstand und in sozialer Sicherheit jetzt endlich erfüllt. Ihr seid die Protagonistinnen eines deutschen Staates, der untergegangen ist, der übernommen worden ist. Diese mangelnde Kenntnis davon, wie das da so war, wie sich das angefühlt hat, das ist bis heute nicht durchgesprochen. Es war eine gigantische Massenarbeitslosigkeit und von denen zunächst mal vor allen Dingen Frauen betroffen waren. Mir war als Olle Wessi gar nicht klar, wie tief die Wunden waren. Das kommt in dem Film eben sehr gut zum Ausdruck. Mich hat am meisten vielleicht beeindruckt, diese alte Brigadeführerin, die dann irgendwie vor ihrem Schrotthaufen sitzt, ihren Orden, Heldin der Arbeit, und diese tiefe Verletztheit und Kränkung, die war dieser Frau so glaubhaft anzusehen. Und dann stehst du nach 36 Arbeitsjahren da und wirst entlassen. Das musste vielleicht so sein. Und ich dachte, ich kann es nicht glauben. Das ist jetzt, was wir hier haben können. Das ist jetzt das Tolle, was jetzt hier kommt, unsere Zukunft. Deutschland wird nie ganz sein, wenn wir das nicht wirklich in den demokratischen Diskurs und in die Begegnung bringen. Ja, also von alleine sozusagen, indem man einfach hinüberwächst in das andere System, geschieht es nicht. Nee.